Besser Handwerker beauftragen oder selber bauen. Die Baukosten steigen exponentiell, Handwerker werden immer rarer, teurer. Kommt euch das bekannt vor? Was kannst du tun, wenn du keinen Handwerker mehr findest? Welche Aufgabenbereiche und mit welchen Baustoffen kann man gut selber arbeiten und sich ausprobieren, wenn man die nötige Zeit hat? Und wann ist es besser, doch auf eine Fachfirma zu warten? Darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas vom Naturbaustoffhaus. Bestimmt stehen oder standen schon einige von euch vor der Frage, ob sie etwas lieber selber machen wollen oder ob sie ihre Arbeit besser von Handwerkern ausführen lassen sollten. Dies ist natürlich eine sehr wichtige Entscheidung. Kommen wir zu den Vorteilen und Nachteilen des Heimwerkers, des Selbermachers. Der Vorteil ist, man kann Kosten sparen und der eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Man kann sich die Baustoffe, im besten Fall natürlich Naturbaustoffe, selbst aussuchen, ohne dass einem jemand dazwischen redet, weil ein Handwerker manchmal nur mit seinen eigenen Materialien arbeiten will, was auch in gewisser Weise verständlich ist. Ich meine, ein Koch kocht auch ungern mit fremden Zutaten. Das kostet natürlich Überwindung als Handwerker. Das verstehen wir natürlich. Davon abgesehen lernt man extrem viel, wenn man selber einbaut. Das bringt einem natürlich einen gewaltigen Wissensvorsprung, vor allem bei möglichen zukünftigen Projekten. Als Nachteil beim Selberbauen ist natürlich zu nennen, dass einem gewisse Vorerfahrung fehlt und man einen deutlich höheren Zeitaufwand benötigt. Das ist halt einfach so. Ebenso kann die Qualität etwas leiden, sage ich mal, vor allem wenn man falsch beraten wird. Aber da kommen wir natürlich ins Spiel, da können wir Abhilfe schaffen. Wer einen Termin bei uns will, hier oben einen bitte vereinbaren. Kommen wir nun zu den Vorteilen der Handwerker. Ganz klar natürlich Schnelligkeit und Zeitersparnis. Wer es eilig hat und schnell fertig werden will, kommt nicht drum rum, Handwerker zu beauftragen. Ebenso ist das Ergebnis von Handwerkern fast immer sehr gut. Handwerker haben die entsprechende Vorqualifizierung und kennen sich auf ihrem Fachgebiet einfach optimal aus und können dadurch optimale Arbeit abliefern. Ebenso gibt es eine Gewährleistung, falls doch etwas schief geht. Beim Selberbauen gibt es keine Gewährleistung. So, und was ist jetzt das Richtige für dich? Ganz einfach, es kommt auf deine persönlichen Entscheidungskriterien drauf an. Budget, Zeit, Erfahrung, Vorstellungen und Wünsche. Oft bietet sich einfach ein Mix aus beidem an. So machen wir das oft. Zum Beispiel, ich nenne euch ein Beispiel, bei einer Dachsanierung bietet es sich an, dass der Zimmermann das Dach regensicher macht, also ein regensicheres Unterdach baut mit Holzweichfaserplatten zum Beispiel und dann die Ziegel gleich drauf montiert. Dann ist das Haus regensicher und dann von innen kann man sehr gut selbst mit Hanfstoppwolle arbeiten, das alles gemütlich ausdämmen, so wie man eben Zeit hat. Und da kann man sich einfach Zeit lassen. Dann kann man von innen natürlich noch die Lehmbauplatten selber drauf machen und auch verputzen. Geht auch, Lehm verzeiht viele Fehler. Ebenso, das ist der nächste Punkt nämlich, ebenso kommt es auf die Baustoffe drauf an. Arbeite ich mit Lehm und Holz oder mit konventionellen Baustoffen? Lehm zum Beispiel bindet rein hygroskopisch ab und ist daher ideal und anfängerfreundlich. Vermeintliche Fehler im Lehm können einfach ausgebessert werden. Und wer mehr zum Thema Lehm wissen will, hier oben verlinke ich ein Video dazu zum Lehmputz, zu den Vorteilen vom Lehmputz. Viele unserer Kunden sind tatsächlich wirklich selber Bauer. Wir motivieren immer dazu, selber zu bauen. Man lernt extrem viel, vor allem auch für zukünftige Projekte und man spart sich einfach auch viele Kosten. Wir begleiten unsere Kunden optimal über ihren ganzen Bauprozess hinweg. Sie können immer anrufen und wir stehen mit hilfreichen Tipps und Tricks zur Seite. So kommt man am Ende auch zu einem sehr, sehr guten Ergebnis. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal. Vor allem, wenn du dich um nachhaltiges Bauen interessierst. Darum geht es auf unserem Kanal, nachhaltige Baukonzepte. Hier findet ihr noch ein Video, wie man Lehmputz in 3 Schritten aufträgt. Und hier findet ihr ein Video, wann man lieber Lehm oder Kalk einsetzt. Schau dir das gerne mal an. Wenn du Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare.
Alles Gute euch, euer Lukas vom Naturforschungshaus. Ciao, ciao.